Das ist Leon Sawatzki. Leon ist 22 Jahre alt und kommt aus Hamburg-Altona. Er hat bereits Berufserfahrung bei einem Praktikum beim NDR-Hörfunk gesammelt. Aktuell ist der Hamburger Jung tätig als redaktioneller Matzer für das NDR-Fernsehen. Leon besitzt ein Talent für gutes Zeitmanagement. Seit jungen Jahren hat er stets die Zeit im Griff und konzipiert auch bei hohem Leistungsdruck intelligente Lösungen. Neben dem Studium arbeitet Leon als Kellner im Restaurant Zum Elbblick. Er versorgt mit seiner sympathischen Art die Gäste mit Getränken und guter Hamburger Küche. Leon liebt die Psytrance-Kultur. Für ihn ist es mehr als nur Musik, sondern eine Lebenseinstellung, die Eskalation und meditative Entspannung harmonisch miteinander verbindet. Bereits seit 6 Jahren widmet sich Leon dem Dartsport. Seine Vereinskinderliebe zum FC Bayern München und die starke Sympathie zum FC St. Pauli sind ebenfalls ein großer Bestandteil seiner Sportleidenschaft. Sich selbst hält Leon mehrmals in der Woche mit Joggen in Form. Ein Hobel mit Freunden kann nie schaden. In Leons gemütlicher Wohnung auf St. Pauli wird gemeinsam der Digicult gelebt. Jetzt, ne?